Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ein kleines Update geliefert. Das möchte ich heute auch tun. Und zwar hat sich auf der Farm doch schon wieder, ja, jetzt nicht so extrem viel, aber doch schon so einiges getan. Ich habe schon mal das Gästebuch aufgestellt, einfach nur aus dem Grund, weil ich gerne mal vergesse, das überhaupt aufzustellen. Und so kann ich es zumindest nicht vergessen, wenn soweit dann die Tore geöffnet werden und ja, die Leute halt eben mit auf den Server draufkommen können. Was hat sich noch geändert? Wir haben jetzt einen Tag später als bei unserem letzten Video und erstmal, wie ihr sehen könnt, habe ich mich umgezogen. Ich fand dieses Outfit irgendwie, ich gehe mal ein bisschen hier von den Dingern weg, man sieht ja gar nichts. Ich fand dieses Outfit irgendwie wahnsinnig süß. Auch die Frisur fand ich wahnsinnig süß. Und habe mich dann letztendlich dafür entschieden. Ich wollte mal endlich von diesem Halloween-Kostüm weg. Ich liebe zwar das Halloween-Kostüm, aber naja, es sieht halt nicht so aus, wie ich hier gerne spielen würde. Dummerweise sehe ich gerade, habe ich vergessen, meinen kleinen Halloween-technischen Begleiter hier ja, zu entsorgen. Wollte ich gerade sagen, das hört sich so böse an. Ich denke, dass ich da wahrscheinlich wieder die Eule nehmen werde, die ich lange Zeit hatte. Vielleicht auch was anderes. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Vorausgesetzt, ich habe dann dran gedacht, dass ich das Ganze überhaupt machen wollte. Ja, wie ihr seht, hat sich dann doch schon so einiges getan. Wir haben so einige Quests gemacht und haben, das kann man da hinten jetzt übrigens schön sehen, haben dadurch ein hohes Level erreicht, haben, wo wir jetzt gerade hier am Angeln sind, haben natürlich auch noch einige Fische zusätzlich dazu geholt. Ich musste dann zwangsläufig wegen einer Quest, die ich gerade noch am Machen bin, den Anglerfisch auch reinsetzen, was leider nicht so besonders günstig war, aber naja, ich meine, was sein muss, muss sein. Dann, die werde ich jetzt auch nebenbei mal eben schnell bewässern. Den Weizen. Ich weiß nicht mehr genau, ab welchem Level ich ihn jetzt freigeschaltet habe, aber es ist vor kurzem erst gewesen, also Level 12 oder so, glaube ich. Den konnte ich endlich anlegen. Hatte dann nur das Problem, dass ich viel zu wenig Geld hatte, um das Ganze dann auch wirklich zu finanzieren. Habe mir dann gedacht, naja, ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit zu warten. Was machst du jetzt? Ich hatte etwas um die 26 oder 30, glaube ich, von diesen Goldnuggets zu dem Zeitpunkt. Und habe mir dann gedacht, naja, gut, ich habe jetzt gerade die Pfandleihe freigeschaltet. Dann könnte ich auch mal 10 von den Goldnuggets nehmen und die einfach mal in Gold umwandeln. Beziehungsweise in Geld umwandeln, nicht in Gold. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe mir dann gedacht, naja, im Laufe der Zeit werde ich sowieso wieder neue bekommen. Also ist das Ganze nicht so schlimm. Hatte dann etwas an die 100.000 Geld in der Kasse und habe mir dann gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Ich habe da hinten schon mal den ersten Streifen, da waren die, glaube ich, noch halb so kurz, also genauso lang wie die anderen Felder. Hier habe ich dann mit Weizen aufgefüllt und habe am Ende des Tages war es, glaube ich, konnte ich das dann nochmal, also gerade so bevor ich mich ausloggen wollte, konnte ich das Ganze dann nochmal abernten und habe 9 Streifen jetzt insgesamt draufgesetzt. Und das sieht schon recht gut aus. Dadurch habe ich dann allerdings auch von gestern auf heute, es sind übrigens, glaube ich, 2 Tage jetzt dazwischen gewesen, nicht ein Tag. Von gestern auf heute habe ich dann auch gut, ja, 3, 4 Level gemacht, glaube ich. Also ich meine, ich habe die bei Level 12 oder so bekommen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Ich meine, ich weiß es ja, ich kenne es ja, aber ich bin begeistert, wie schnell das jetzt wieder gegangen ist. Wenn man einmal den Weizen aberntet, wieder neuen draufsetzt und dann natürlich versucht, auch immer so ein bisschen mit dem Geld, was man bekommt, das Ganze was zu vergrößern, dann ist man ganz schnell von den Leveln her, ja, hoch, sage ich mal. Und ich habe es endlich geschafft. Ich habe Level 15 erreicht. Das war ja so mein Meilenstein, den ich auf jeden Fall erreichen wollte, bevor ich eben das nächste Video mache. Und wie ihr seht, habe ich auch so einige Bäume mittlerweile mehr hier stehen. Ihr seht ja alles schon mal so ein bisschen am Rande, während ich hier ernte. Nur die Jahreszeit ist gleich zu Ende und da denke ich mir, da kann ich das zumindest
Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die auch abernten kann hier hinten. Nee, die kann ich nicht ernten. Das sind meine zweitliebsten Bäume. Nämlich brauche ich die indirekt dafür, dass ich in den Häusern was machen kann. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Die Spornpalme kommt allerdings nur alle 2 Monate, deswegen meine zweitliebsten Bäumchen dafür. Ich weiß gerade nicht mal, wie die andere hieß, aber die sehen so ähnlich aus. Die leuchten dann auch, sehen dann so ein bisschen, naja, wie ein Pilz aus oder wie auch immer ich das beschreiben soll. Die kommen dann alle jeden Monat, also nicht jeden Monat, Quatsch, jede Jahreszeit meine ich natürlich damit. Und ja, da bekomme ich dann ganz viel Pilze von. Ich würde das auch gerne noch ein bisschen vergrößern. Aber gut, die 9, die reichen mir jetzt erstmal. Dann ganz wichtig, hier diese Fruchtpressen. Da habe ich mir erstmal nur 5 hingestellt, sollen aber auf jeden Fall mit der Zeit dann 10 werden. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe so wenig von den Apfelbäumchen im Moment, dass die 5 auf jeden Fall reichen. Weil die ziehen nämlich immer 50, wie ihr sehen könnt, 50 von diesen, ja, ich sag mal Obst, ne? Also von den Äpfeln sage ich immer generell, ziehen die weg. Und dadurch erhöhen sich dann aber meine Marmeladenvorräte. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich 10 Marmeladenvorräte habe, und das habe ich auch mit Level 15, glaube ich, freigeschaltet hier, dann kann ich einmal hier an den Marmeladenstand gehen. Und ich zeige euch das mal eben hier in der Übersicht, wenn ich das Ding denn jetzt gerade finde. Ja, genau hier. Und wenn ich dann 10 von diesen Marmeladengläsern, ja, nutze, sag ich mal, also die dann natürlich wegfallen, bekomme ich eine Medaille. Kostet leider sehr viel, so ein Ding hinzustellen. Also 10 Medaillen für den Anfang sind wahnsinnig viel. Aber, also genauso wie die 5, die ich ja für die Pfandleihe leider gebraucht habe. Das war so ein bisschen eine Überlegung von mir. Ich hatte gerade 6 Stück, glaube ich, 6 Medaillen. Und ich wollte eigentlich 4 ja aufbewahren für diese Reiseziele hier oben. Und habe dann gedacht, okay, aber ich brauche noch 2, 3 Level für die Reiseziele. Habe ich gedacht, okay, dann mache ich erstmal die Pfandleihe rein. Weil mit der Pfandleihe kann ich mir natürlich theoretisch dann auch wieder neue, da zeige ich euch am besten direkt mal bei der Pfandleihe, kann ich mir nämlich auch direkt wieder neue Tickets holen. Also zu einem Zeitpunkt konnte ich, glaube ich, 2 holen, aber fast schon 3. So, und hier seht ihr halt, was hier dagegen alles, nicht Tickets, das sind die Tickets, aber ich rede natürlich gerade von Medaillen. Tickets könnte man theoretisch auch holen, das heißt, wenn wirklich mal extrem Not am Mann ist, könnte man jetzt ja, seine Goldnuggets gegen Tickets einlösen. Aber ich mache es in der Regel immer so, dass wir auf jeden Fall genügend Tickets haben, die wir dann auch ein bisschen im Vorrat haben. Wir haben jetzt zum Beispiel, man sieht es unten, nee, man sieht es oben. Quatsch, was rede ich denn hier? Oben, wo mein Level von der Farm auch steht. 9 Tickets haben wir schon und wir haben noch überhaupt nichts, wofür wir Tickets ausgeben müssen. Das sind dann ja diese Mitarbeiter, die wir dann erst noch bekommen, die Farmhelfer. Und ja, ich würde sagen, das reicht, es reicht natürlich nie, aber es ist schon mal ein sehr guter Anfang, weil ich kann nämlich direkt den ersten Farmhelfer aktivieren mit den Tickets, obwohl ja der dann erst gerade hingestellt wird zu einem Zeitpunkt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Unter anderem werde ich, also den ersten Farmhelfer, denke ich mal, werde ich hier für die Apfelbäumchen nehmen, sodass ich meine Farm dann demnächst einfach online stehen lassen kann, was ich jetzt zwar auch schon gemacht habe aufgrund des Regens. Dann werden nämlich hier die Felder immer mal wieder zwischendurch bewässert, dadurch kann ich das Ganze natürlich schneller ernten. Aber das ist streng genommen auch der einzige Vorteil jetzt gewesen. Der Vorteil, den ich jetzt gerne hätte, ist natürlich die Automation. Das heißt, die Farmhelfer, die sich dann dazu bereit erklären, naja, okay, sie werden verpflichtet dazu, mir zu helfen, natürlich nur gegen Bezahlung von Tickets. Und alle 3 Stunden müsste ich mich da mal hinstellen, nochmal eben die Tickets auffüllen, aber das ist nicht das Problem, damit es dann auch durchgehend läuft. Aber die würden dann zum Beispiel diese Obstplantagen, also hier diese Apfelbäumchen, die würden die selbstständig jeden Monat ernten. Und ich bin teilweise nicht jeden Monat am PC, weil ich es nebenbei dann laufen lasse. Deswegen ist das für mich schon eine große Entlastung. Man könnte theoretisch, und das mache ich meistens als zweites, dass ich den zweiten Farmhelfer nehme, den ich mir dann erspiele. Und dass ich dann immer so, wie ich das ja im letzten Video, glaube ich, schon erwähnt habe, immer so 9er Grüppchen dahin stelle.
Jeweils zwei nebeneinander. Also das würde dann bis hier gehen. Dann in der Reihe, die hier ist und in der Reihe darunter, mache ich dann eine andere Sorte von Bäumen. Dann in der Reihe, sage ich mal, dazwischen. Also wenn man sich jetzt rechts und links jeweils noch ein Grüppchen vorstellen würde, hier zwischen und in die Richtung zwischen, dann nochmal eine andere Reihe. Und dann hat man dementsprechend auch viele Bäumchen abgedeckt. Und da gucke ich dann immer, was brauche ich. Also zum Beispiel da hinten die Pilze, die werde ich dann als erstes mit reinsetzen, damit die regelmäßig dann auch eingeholt werden können. Weil, und dazu komme ich jetzt nämlich, ich dieses wunderschöne Baumhäuschen hier gebaut habe, wo eigentlich fast doch gar nichts drin ist, wie ihr seht. Aber ich habe hier mit Edelsteinen, deswegen habe ich leider auch so wenig Edelsteine. Ich habe noch keine Erweiterungen jetzt mehr kaufen können, nachdem ich das hier gebaut habe. Ich brauche 5000 natürlich an Gold. Das haben wir auf jeden Fall drin. Aber ich brauche, und das verwirrt mich jetzt ein wenig. Ach so, wir haben nur 8 von den Pilzen. Okay, habe ich letztes Mal schon verwendet. Ich brauche dementsprechend das, was jetzt unten angezeigt wird immer. Hier zum Beispiel 10-mal Obst und 5-mal Trauben und halt das, was es kostet, ne? 2500 Gold in dem Falle. Die muss ich dann hier investieren, um eine Runde oder eine Viertelrunde, wenn man so will, wieder zu aktivieren. 4-mal muss man das insgesamt machen. Und wenn man das dann gemacht hat, das kann ich euch jetzt leider hier nicht dran zeigen, aber dann bekommt man Tickets. Hier muss ich jetzt Edelsteine investieren, die mir leider abgezogen werden. Aber gut, das ist eine Investition. Dann muss ich halt ein bisschen länger auf die Erweiterung warten. Ist für mich persönlich nicht so schlimm. Für mich ist nur wichtig, dass ich wirklich die Tickets dann hochkriege, weil ich jetzt schon darauf hinarbeite, dass ich tatsächlich den ersten Farmhelfer bald holen kann. Ich habe hier bei den Blumen auch noch ein bisschen was expandiert, wie ihr seht. Also hier die Tulpen. Sind leider natürlich ein bisschen unterschiedlich, weil ich die im Nachhinein gesetzt habe. Hier die 6 Stück hier auf der linken Seite. Die Tulpen habe ich erweitert. Ich habe hier von diesen Bäumchen, habe ich die Provinzrosen, also die zweite Variante davon, habe ich noch hinzugefügt. Dann der Hibiskus, das ist gut. Die Quest ist auch bald abgeschlossen hier. Schweinchen, jetzt bin ich gerade überlegen. Ja doch, Hampshire-Schwein. Da brauche ich 10 Stück von. Die habe ich noch nicht geerntet bisher. Okay, da muss ich mich drum kümmern. Nur die anderen lasse ich erstmal stehen, falls ich mal wieder so eine derartige Quest bekomme. Jetzt, wie gesagt, alle 2 Jahreszeiten. Jetzt kann ich hier wieder Pilze holen. Das mache ich mal eben nebenbei. Und dann können wir auch gleich... Ja, 54 vom Gemüse haben wir. Perfekt. Dann können wir nämlich auch gleich noch mal kurz ins Häuschen reingehen und das eine noch mal eben anwerfen. So, es müsste eigentlich für beides jetzt mittlerweile reichen. Das sieht man auch immer daran, dass das hier so schön farblich ist oder dass es überhaupt drin ist, glaube ich. Wenn man das dann machen kann. Hier bin ich jetzt nur gerade ein bisschen verwirrt. Ach so, die Trauben haben wir nicht. Okay. Das sollte aber theoretisch kein Problem sein. Zumindest können wir die Trauben wieder anpflanzen. Die Frage ist, können wir die auch schon ernten? Nein, können wir natürlich nicht. Das ist sehr schade. Bei 3 Minuten, die können wir dann gleich ernten. Dann können wir dann dementsprechend weitermachen. Ach, da hinten, genau. Da fällt mir gerade ein. Ich habe doch hier den Neonsalmer angelegt. Das ist ein Eventfisch. Ah, der kostet, das ist sehr gut, der kostet nämlich Geld. Also das ist natürlich nicht gut, wenn er Geld kostet. Aber ich muss Geld ausgeben, damit ich hier regelmäßig Edelsteine pflücken kann sozusagen. Oder angeln kann, wenn man so will. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ich habe auch einige Tiere, mit denen ich Edelsteine am Ende rausbekomme. Nur habe ich jetzt noch nicht so viel Geld, dass ich jetzt sage, okay, ich kann das so ein bisschen zum Fenster rauswerfen, indem ich die dann die ganze Zeit... ja, den Tieren immer zu fressen gebe. Da schränke ich mich dann schon ein bisschen ein. Okay, die Bäumchen haben wir jetzt auch alles. Ach so, was auch noch sehr wichtig ist, das wollte ich auch noch eben erwähnen. Wenn ihr Weizen anlegt, um wirklich schnell vom Level her hochzusteigen, wobei, da solltet ihr natürlich auch wieder gucken, dass ihr dann auch recht schnell auf die nächste Stufe umsteigt. Es gibt allerdings noch eine kleine Besonderheit. Ihr müsst, ich glaube, Level 12 oder so beim Weizen haben, damit ihr dann die dritte Stufe auch freischalten könnt. Also fangt nicht zu früh an, auf die nächste Stufe umzuschalten, sondern
haltet das noch ein bisschen bei und levelt den Weizen noch ein bisschen. Ich habe mir hier zwei Bäckereien hingestellt, wie ihr seht. Wenn ich mein Lager voll habe, habe ich 50 Weizen drin. Wenn ich einmal auf die Bäckerei klicke, wie ihr seht, verbrauche ich 50 Weizen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, dann ist es ja Blödsinn, wenn ich jetzt hier noch ein zweites hinstelle. Aber zum einen, das zeige ich euch mal eben kurz in der Übersicht. Hier, zum einen muss ich noch dazu sagen, bei der Bäckerei ist es jetzt hier eine Besonderheit, dass wir kein höheres Lager bekommen. Normalerweise haben wir hier, zum Beispiel beim Traubenstand, dass wir, wenn wir einen Traubenstand bauen, meine Zunge verknotet sich gerade wieder, dass wir 80 mehr an Trauben in unser Lager reinmachen können. Das haben wir jetzt hier bei der Bäckerei leider nicht, aber ich brauchte diese zwei Bäckereien, damit ich genau auf diese 50 komme. Ist jetzt ein bisschen blöd erklärt vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt folgen könnt. Aber ihr solltet auf jeden Fall immer zwei Bäckereien und dann hinten, wie ihr seht, im Hintergrund drei von den kleinen Lagern hinstellen, damit ihr genau diese 50 hier erreicht, weil ihr das sonst nicht benutzen könnt. Also wenn ihr nur ein Lager habt, dann habt ihr unter diesen 50 und dann ja, könnt ihr halt die Bäckerei an sich nicht benutzen. Ihr könnt natürlich auch dementsprechend das Lager hinten weiter aufstocken. Finde ich persönlich aber eigentlich Blödsinn, weil ihr mit den Geräten, die ihr hier hinbaut und den drei im Lager hinten eigentlich gerade für den Anfang sehr, sehr gut auskommt, wie ich finde. Und da müsst ihr ja nicht unnötig eure Ressourcen letztendlich ausgeben. Was habe ich noch gemacht? Ich glaube, das war es jetzt auch schon, ne? Also was für mich persönlich sehr wichtig war, dass ich mir hier die Fruchtpressen hingestellt habe. Ihr müsst jetzt nicht so viele machen, wie ich sie jetzt habe. Ich habe nur immer so einen Schwung, sage ich jetzt mal, von 5 oder 10 für den Anfang immer hier stehen. 10 erhöht natürlich euer Lager immens, weil, wir schauen mal eben, sich das jedes Mal um 100 erhöht für jede einzelne Fruchtpresse, die ihr hinbaut. Also das ist schon eine Menge. Und wenn ihr das richtig machen wollt, so wie ich das auch demnächst machen werde. Ich werde ja hier neben, werde ich jetzt eine Reihe noch von den Apfelbäumchen hinstellen, damit die auch nochmal abgeerntet werden können. Dann werde ich, denke ich mal, zwei auf jeden Fall bei jeder Runde hinten betätigen können. Also es werden dann immer so 100 oder so, die dann eingesammelt werden. Plus natürlich nochmal der Rest, der da hinten ist. Übrigens, wir haben jetzt die Trauben soweit fertig. Das können wir nämlich mal eben nebenbei machen. Wie ihr gerade kurz gesehen habt, da gehe ich auch gleich nochmal eben rein, habe ich auch schon so einiges jetzt freischalten können. Bei allem, was ihr natürlich hier anbaut und bei allem, was ihr dann damit natürlich levelt, wenn ihr die Sachen immer wieder erntet. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, die blauen Trauben sind bald auf Level 7. Bekommt ihr natürlich immer mehr Sachen, die ihr dann dementsprechend hier angezeigt bekommt, freigeschaltet. Und, was auch sehr wichtig ist, es ist teilweise auch levelabhängig. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel neben den gelben Paprika, dass ihr auf jeden Fall Level 12 haben müsst, damit ihr das Ganze überhaupt ja, freigeschaltet bekommt. Ich glaube, das waren jetzt die grünen Paprika. Also es gibt grüne Paprika und rote Paprika, die ihr noch bekommen könnt. Das sind dann die anderen. Keine Ahnung, was jetzt genau was ist von den beiden. Beim Weizen, wir schauen mal, ist hier die zweite Stufe. Die würde ich sowieso erst in zwei Level bekommen. Ach, ihr braucht nur Level 6, nicht Level 12. Da habe ich jetzt Blödsinn geredet. Aber ihr seht es rechts, ihr müsst auf jeden Fall vom Weizen Level 6 haben, um die nächste Stufe zu erreichen. Aber ich habe, glaube ich, kein Blödsinn geredet, weil um die, wo haben wir sie denn? Hier. Nee, da braucht ihr auch noch Level 6 für. Okay, um diese Stufe zu erreichen, braucht ihr nämlich auch dann vom Weizen Level 6. Es kann aber sein, dass ihr Level 12 von dem Neuen dann wiederum braucht. Also da müsst ihr dann immer mal so ein bisschen gucken, wenn ihr merkt, ich ernte und ernte und ernte, aber irgendwie kommt da nichts bei rum. Also ich kriege da keine neue Erweiterung von, sag ich mal. Dann guckt einfach mal bei euch rein und da seht ihr dann schon, was ihr dafür benötigt. Die gelben Paprika zum Beispiel habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Ich meine, es gibt noch jede Menge natürlich, was wir hier theoretisch anbauen könnten.
was wir dann auch leveln könnten. Das werde ich auch noch machen, aber erst wenn das Geld so ein bisschen mehr reingekommen ist. Übrigens noch ein kleiner Tipp, das habe ich eben vergessen zu sagen. Ich habe Oregano angepflanzt. Das könnt ihr leider nur machen, wenn ihr, ich glaube, das mit Venezuela, dieses DLC gekauft habt. Es werden einige Sachen sein, die ihr bei mir seht, weil ich habe alle DLCs damals gekauft, die ihr dann vielleicht nicht von Anfang an habt. Aber der ganz, ganz große Vorteil beim Oregano, und das möchte ich jetzt wirklich nochmal betonen, hier haben wir übrigens jetzt die zweite Form von dem Mohn, sehe ich gerade. Also das könnten wir dann auch mit der Zeit anbauen. Hier ist er. Der große Vorteil ist, es kostet zwar pro Feld 25 Edelsteine, was natürlich nicht wenig ist. Und ihr seht, ich hätte die 650 sind es, glaube ich, die ich eigentlich jetzt für die nächste Erweiterung gebraucht hätte, hätte ich schon lange drin gehabt. Aber ich habe es immer mal wieder in Oregano investiert, weil wir nämlich jedes Mal nach 4 Stunden theoretisch, natürlich immer nur dann, wenn ihr online seid, können wir nämlich von jedem Feld wieder 8 Edelsteine zurückbekommen. Also können wir nicht, sondern bekommen wir auf jeden Fall. Und das ist richtig, richtig gut. Gerade für den Anfang. Später gibt es natürlich noch wahnsinnig viele andere Sachen. Es gibt noch den Safran, es gibt noch, jetzt muss ich mal gucken, Rosmarin, genau, ich kam gerade nicht auf den Namen. Das ist auch wahnsinnig gut, dauert allerdings 1,5 Tage. Ihr kriegt 20 Edelsteine. Also das, wenn ihr das levelt, höher levelt, geht das in richtig gute Höhen. Aber für jedes einzelne Feld von diesen Rosmarinen braucht ihr jeweils eine Medaille. Deswegen mache ich das am Anfang definitiv nie. Also das ist so was, wo ich sage, es ist mir einfach zu teuer. Hier, okay, Edelsteine hat man immer mal ein paar, gerade wenn man jetzt so Richtung 600 oder halt auch mehr geht von den Erweiterungen her, dass man dann sagt, okay, ich lege jetzt erstmal ein paar von den Feldern an. Und wenn es nur 9 sind, die ihr dann regelmäßig abernten könnt, aber es kommt regelmäßig was rein. Ich meine, ihr könnt es selber ausrechnen, ne? 9 mal 8 ist schon einiges, was ihr dann wirklich alle 4 Stunden reinbekommt. Das hier, die Fingerhüte, das sind auch nochmal so Eventpflanzen. Die könnte man jetzt theoretisch auch anlegen. Würden 15 kosten. Oregano kostet natürlich etwas mehr. Ihr bekommt einen Ticken weniger raus. Zumindest jetzt hier bei den Lila ist, glaube ich, das höchste. Ne, Moment. Ja, doch, Lila ist das höchste. Da kommt. Nee, Moment. Der gelbe ist der höchste. So, da kommen nämlich 8 raus. Wobei Lila eigentlich schon ein guter Mittelwert ist, finde ich, weil der nämlich 4 Stunden braucht und der größte braucht dann wiederum 5 Stunden. Andererseits, wenn ihr alle 3 Stunden immer 4 holt, ich meine, könnt ihr natürlich selber gucken, wenn ihr das denn freischaltet mal bei einem Event, was jetzt für euch besser wäre. Die kann man auf jeden Fall auch recht zu Anfang pflanzen. Also mit gutem Gewinn, sage ich mal. Was auch immer sehr gut ist, sind die Tulpen. Also die dauern zwar 2 Tage, aber wenn man die dann wirklich einmal ernten kann, alle 2 Tage, kriegt man immer einen saftigen Bonus. Alleine schon, wenn man 9 stehen hat, kriegt man am Anfang, also ich bin jetzt noch auf Stufe 1, etwas an die 20.000 knapp. Und das ist doch schon immens. Also das ist jetzt das, was ich jetzt immer noch übrig habe bei mir im Inventar. Deswegen ist das doch schon sehr, sehr viel. Was ich euch auch empfehlen kann, ist Oleander. Kostet zugegebenermaßen sehr viel, wenn ihr das Ganze pflanzen wollt. Etwas unter 3.000 pro Feld. Leider dauert es auch 10 Stunden, bis man das Ganze ernten kann. Aber ihr bekommt 1.440 wieder zurück. Und das ist im Vergleich zu vielen anderen, wo man dann so 420 bekommt oder hier 96 oder ja gut, hier die sind auch wieder was anderes, aber die dauern halt wieder 3 Tage, bis man die abholen kann. Der Oleander immerhin nur 10 Stunden. Aber selbst der Mohn, wo ich ja noch so von geschwärmt habe, gut, im Vergleich dazu natürlich der kalifornische, okay, der ist jetzt auch doppelt so lange, aber unterm Strich bekommt man da definitiv mehr Geld raus. Also jetzt bei dem Mohn. Dauert auch nur 4 Stunden, aber ich sag mal so eine gute Mischung zwischen kalifornischen Mohn oder halt am Anfang müsst ihr ja erstmal den roten, den normalen Mohn dann pflanzen. Und Oleander kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, um Geld zu machen. Und dann wirklich so ein Feld am Anfang, wenn ihr das hinkriegt mit den Tulpen. Die könnt ihr dann auch schön nebenbei leveln. Da gibt es ja insgesamt mehrere Farben von.
Und die letzte Farbe, also die blaue Farbe, ist dann die, die mich immer am meisten interessiert hat, weil die nämlich am Ende, gerade auch mit höherem Level, wahnsinnig viel Geld bringt. Leider nur alle 2 Tage, aber trotzdem wahnsinnig viel Geld. Ist natürlich auch dementsprechend teuer, muss man auch dazu sagen. Aber man darf auch nicht vergessen, es sind alles einmal Investitionen, die man macht. Und ist jetzt nicht so wie bei den Feldern hier beispielsweise. Oh, das muss ich nochmal eben schnell nehmen, weil das dauert immer so lange, eine halbe Stunde. Das ist nicht so wie bei den Feldern hier. Da muss man ja immer wieder, wenn ja die Ernte reif ist, die Ernte wieder reinholen und wieder neu aussehen. Und man bekommt nur so einen ganz kleinen Gewinn im Regelfall. Das ist natürlich auch wichtig. Und ihr habt natürlich immer genug Geld dann, um wieder die neue Saat zu setzen. Aber der Gewinn ist halt relativ klein. Aber mit Blumen, das ist wirklich mein absoluter Geheimtipp, Blumen bringen euch Geld. Dann natürlich immer gucken, dass ihr die richtigen Blumen am besten direkt von Anfang an pflanzt. Ihr könnt sagen, Blumen bringen euch Geld. Die Bäumchen, die ihr pflanzt, sind sehr, sehr gut. Zumindest die, die Obstsorten sind, sind sehr, sehr gut, um dann über diese Sache hier mit der Fruchtpresse und der dem Marmeladenstand, dass ihr euch dann Tickets holen könnt. Zwar auch immer nur peu à peu natürlich, aber trotzdem, gerade für den Anfang ist es immer schon wichtig, wenn ein, zwei Tickets reinkommen und natürlich die Quests nicht vergessen, die ihr machen könnt und natürlich auch solltet. Ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten, die Felder sind natürlich zum Leveln wichtig, damit ihr später auch andere Sachen freischaltet, aber auch, damit ihr dann später zum Beispiel auf den Weizen kommt. Und also so ab Level 10 könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal darauf vorbereiten, dass ihr bald Weizen anpflanzen müsst. Vielleicht dann auch ein bisschen Geld schon mal sparen, weil der immens viel Erfahrungspunkte bringen kann. Also die Bäume bringen nicht viel Erfahrungspunkte, die Blumen können viel Erfahrungspunkte bringen, sind aber in erster Linie die Blumen, die etwas später kommen werden, also die Endblumen, sage ich mal, die man freischaltet. Was ich euch wirklich zum Leveln sehr, sehr stark ans Herz legen kann, ist der Weizen, beziehungsweise dann die Gerste als letztes und das mittlere weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt. Also es sind so 3 verschiedene Sorten, die man dann da machen kann. Und die Fische solltet ihr natürlich auch nicht vergessen, weil da kann man, das sind auch so Einmalinvestitionen, dass ihr da zum Beispiel gerade für den Anfang, wie ich dann so kleine Neunerbecken hier macht, da könnt ihr dann immer mal wieder hinlaufen. Und wie ihr seht, das sind auch schon wieder 164, einfach nur, dass ich einmal hingelaufen bin und geangelt habe. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gekauft, nichts bezahlt, nichts neu anlegen müssen, nichts. Die bringen nur natürlich nicht ganz so viel Geld unter Umständen wie die Blumen. Also das solltet ihr dann immer so ein bisschen, ja, für euch sagen, was ihr nun haben wollt und was nicht. Ja, ich habe schon wieder sehr, sehr viel geredet, aber ich wollte euch dann doch noch so einiges erklären. Es wird auch, ja, von jetzt an gesehen, morgen spätestens noch ein Video geben, wo ich diese ganzen Sachen erkläre. Also ein so und so viel Tipps-Video. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Tipps es jetzt genau werden. Das werde ich heute noch zusammenstellen im Anschluss. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn ich das Ganze hochladen kann. Ihr werdet das Ganze wahrscheinlich schon gesehen haben, bevor dieses Video hier veröffentlicht wird. Deswegen, falls ihr da auch Interesse dran habt, schaut einfach mal bei mir in der Playlist nach und dann werdet ihr auch fündig werden. Und ja, mir bleibt eigentlich auch nicht mehr allzu viel übrig, als mich für heute erstmal zu verabschieden. Das nächste Video, denke ich, werde ich aufnehmen, wenn ich die Farm so ein bisschen umstrukturiert habe. Ich bin jetzt übrigens oben angekommen. Also ich denke, das nächste Video wird in erster Linie werden, wenn ich bis nach hier links mich du komplett durchgearbeitet habe, die Blumen von hier unten nach hier oben hingestellt habe, dass die alle schön zusammenstehen. Und ja, ansonsten geht es in erster Linie so ähnlich weiter, wie es jetzt weitergeht. Ich werde aber trotzdem versuchen, alles im nächsten Video dann nochmal kurz zusammenzufassen, was sich so geändert hat, was wichtig ist, was ihr auf jeden Fall als nächste Schritte dann auch beachten solltet, wenn ihr eigene Farmen aufmacht. Und ja. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.